Ja, Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Die Sonntagsspiele mit diesen drei Sonntagsspielen ist der 8. Spieltag komplett. Am Nachmittag Essen gegen Dresden 3-1, Dortmund 2 gegen Unterhaching 2-2. Und hier folgte am Abend der 1-0 Erfolg für Jan Regensburg gegen die Veilchen. Beide Cheftrainer sind bei uns auf dem Podium. Herzlich willkommen, Joe Enox. Herzlich willkommen auch unserem Chefcoach Pavel Dortchev. Der Blick aufs Spiel zuerst mit Joe Enox. Bitte. Ja, danke schön. Hallo in die Runde. Ja, also wir fanden nicht so gut ein Spiel. Wir haben halt versucht, die Auer anzulaufen, also frühzeitig anzulaufen. Die haben halt immer eine ersten 20 Minuten Lösung gehabt und deswegen haben wir ein klein bisschen umgestellt nach 20 Minuten. Das ist uns auch gelungen, dass wir besser attackiert haben, Auer halt weiter weg vom Tor gehalten haben als in den ersten 20 Minuten, wobei halt in der, glaube ich, 42. Minute halt ein Kopfball von Thiel, halt wirklich, wo Felix halt richtig gut hält uns ja im Spiel. Und dann in der Halbzeit haben wir einfach die Jungs gesagt, dass sie halt weitermachen müssen, mutig halt anlaufen, versuchen halt Aue vor Probleme zu stellen. Und es ist uns wirklich gut gelungen. Wir haben halt in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach halt die bessere offensive Aktion. Natürlich den Standardsituation führt zum 1-0. Da bin ich sehr froh, dass wir halt jetzt wieder ein Standardtor gemacht haben. Wir haben halt 8 Eckbällen heute gehabt. Hier in Aue ist es halt, spricht für sich, spricht für unseren Mut, wie wir halt vorne angelaufen sind, dass wir immer wieder halt versuchen, nach vorne zu spielen. Ein bisschen Pech gehabt mit Noah, seinen Schuss, seinen Pfostenschuss. Aber letztendlich halt die letzten 10 Minuten müssen wir halt viele Wege nach hinten machen, viele halt hohe Bälle in unsere Strafraum halt wegverteidigen und dann halt natürlich Felix am Ende des Spiels halt hält den Sieg fest. Und bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie hier aufgetreten ist. Ein Spiel auf Augenhöhe gewesen. Und wir haben halt vor dem Spiel, ich glaube, Matze hat es ja auch gesagt, dass entscheiden Kleinigkeiten in jedem Spiel. Und heute war es halt diese eine Standardsituation, was halt das Spiel entschieden hatte. Und deswegen gehen wir halt mit 3 Punkten nach Hause. Es war ein Spiel auf Augenhöhe und der Glückliche oder halt der in den entscheidenden Moment halt das Richtige gemacht hat, hat gewonnen. Nichtsdestotrotz bleibt bei uns, dass wir Mittwoch wieder halt zu Hause gegen Mannheim an unsere Leistungsgrenze gehen wollen, wenn wir halt das Spiel gewinnen wollen. Und deswegen, Pavel, wünsche dir und deiner Mannschaft alles Gute und wir sehen uns in der Rückrunde. Dankeschön. Und damit zu Pavel. Danke, Joe, für deine Wünsche. Auch von mir auch Glückwünsche in der Runde hier. Ich glaube, gerade was Joe gesagt hat, ist ja, kann ich sofort unterschreiben. Es ist genau so passiert, wie er das analysiert hat jetzt gerade eben. Also wir haben schon gewusst, dass wir Geduld haben müssen. Das Spiel war völlig offen. 2 gute Mannschaften heute, die aufeinander getroffen sind. Oder sage ich mal so, die heute auf dem Platz waren. Und das Spiel könnte in beide Richtungen gehen. Und wir haben auch ein und andere Situation, aber nicht so viele Chancen, weil gerade eben ist gesagt worden, dass Regensburg auch viele Sachen sehr gut gemacht hat. Wir haben wenig so Ideen gehabt, letzte Drittel. Wir haben immer wieder kontrolliert Spielaufbau gehabt, aber das war eher in unserer Hälfte. Und letzte Drittel hat da meistens alles so ein bisschen verflacht. Und nichtsdestotrotz in der Halbzeit haben wir gesagt, wir machen genauso weiter. Wir haben auch viele Spiele auch bis jetzt auch zum Schluss gewonnen. Und wir haben auch gedacht, dass wir heute das wieder so hinkriegen. Aber durch das Gegentor, durch einen Standard, wir haben heute 8 Ecken gegen uns gehabt. Das ist eigentlich natürlich viel zu viel. Aber das haben wir auch gegen Halle gehabt. Wir haben auch gegen Halle sehr viele Ecken gehabt, da haben wir sehr gut verteidigt. Aber irgendwann natürlich passiert so ein, der mal reinrutscht und heute war gerade der Fall. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch sagen, dass wir diese Saison für ersten Mal nach Standardsituation bekommen Tor. Und heute war das. Irgendwann passiert sowas. Und heute ist es passiert. Also das heißt für mich, wir müssen nicht so viele Ecken produzieren, sage ich mal so, weil du kannst nicht alle wegverteidigen. Das war ein Problem und ansonsten, ich
wenn ich das Ergebnis betrachte, bleibe ich dabei, fühlt sich nicht gut an. Also Niederlage tut immer weh. Aber wie die Leistung von meiner Mannschaft war, oder ich kann jetzt auch Regensburg auch dazu nehmen, war ein von beiden Mannschaften sehr engagierte Leistung, sehr aufwendiges Spiel, sehr intensives Spiel, viel Emotionen hin und her, ging es wie gesagt in beide Richtungen. Und heute sind wir Verlierer leider, aber eins werden wir nicht machen, wir werden jetzt nicht jetzt Kopf hängen lassen, wir werden weiter kämpfen, bis wir das schaffen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, am Mittwoch in Münster wieder zu punkten, und das ist das, was für mich zählt. An Joe und Regensburg wünsche ich vom Herzen alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Das war der Blick aufs Spiel mit unserem Chefcoach Pavel Dotschew. Und damit ist es gleich 22.06 Uhr. Und das ist die Zeit für die Fragen der Presse, wenn es die gibt. Bitte ganz kurzes Handzeichen, dann kommen wir gerne mit dem Funkmikrofon vorbei. Michael Stolzenberg, Regensburger Zeitung. Joe, eine Frage zu Robin Ziegerle. Das war ja sein erster Auftritt in der Startelf seit dem ersten Spieltag, glaube ich. Hat eine, fand ich, gute bis sehr gute Leistung gebracht und das Tor gemacht, was ja insgesamt keine alltägliche Geschichte ist für einen Innenverteidiger mit dieser Pause jetzt dazwischen. Wie siehst du seine Leistung und also, den Gesamtauftritt? Wir haben halt insgesamt Vertrauen in allen unsere Spieler. Natürlich Ziege das erste Spiel gegen Unterhaching gemacht, dann aber 3 Wochen oder 4 Wochen verletzt gewesen. Und deswegen die beiden Innenverteidiger, Flo und Lewis, haben halt da gut funktioniert die ganze Zeit. Und deswegen saß Ziege auf der Bank, aber genau das, was ein Team, was wir immer sagen, ein Team ausmacht, ist halt, wenn einer ausfällt, dann springt der Nächste rein und macht seinen Job. Deswegen, ja, besondere Lob, weil er das Tor geschossen hatte, aber letztendlich erwarten wir von allen unseren Spielern, wenn es halt so ist, dass sie halt vielleicht in der letzten Zeit nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, dass sie halt reinspringen und halt funktionieren. Und das zeichnet dein Team aus. Und klar, ich freue mich für Ziege, dass er halt das Tor gemacht hat und dass wir halt gewonnen haben, aber letztendlich war es eine gute Mannschaftsleistung. Weiter geht's. Ja, auch noch eine Frage an dich, Joe. Bist du generell zufrieden? Also, was hast du in der zweiten Halbzeit umgestellt? Weil in der ersten Halbzeit fand ich, war Garnaus so ein bisschen alleine vorne auf dem Pfosten. Aber ja, und in der zweiten Halbzeit hat auch das Nachrückverhalten besser gewesen. Gab es da irgendeine Umstellung, eine taktische in der Halbzeit? Und das zweite, ja, jetzt kannst du nicht trainieren bis Mittwoch, aber was muss im Umschaltspiel noch funktionieren, damit diese Feldüberlegen halt vielleicht auch in Tore genutzt wird. Also sehr gut erkannt. Wir haben sogar in der ersten Halbzeit schon ein bisschen halt umgestellt, dass wir halt Grille ein kleines Stück nach vorne geschoben haben als zweite Spitze, weil wir halt versucht haben, mit einer Spitze Druck zu machen, und da haben wir halt einfach, die haben es richtig gut gemacht. Die haben halt immer Räume gefunden. Šikora und Pepić waren immer im Spiel. Die beiden Innenverteidiger haben viel Raum gehabt. Und deswegen haben wir halt nach 20 Minuten umgestellt. Und da hat es schon besser geklappt. Zweite Halbzeit haben wir weiterhin mit 2 Spitzen gespielt. Mit Grille als 2. Spitze. Und das Anlauf war halt wesentlich besser. Was wir gesagt haben in der Halbzeit ist, nachdem wir einen Ballgewinn hatten, wir haben viele ordentliche Ballgewinne in der ersten Halbzeit, wo wir halt einfach den Ball wieder abgegeben haben. Und das müssen wir einfach besser machen. Wenn wir einen Ballgewinn haben, dass wir raus aus diese Druckzone bekommen, dass wir halt raus auf der anderen Seite kommen. Es hat in der zweiten Halbzeit wesentlich besser funktioniert. Deswegen kam Agi, Oskar, Domme besser im Spiel. Auch Conny halt seine Läufe auf der rechten Seite kam er besser im Spiel, weil wenn man Ballgewinn auf unsere linke Seite kam, dann sind wir auf der anderen Seite gekommen. Und deswegen halt diese 3 Läufe halt bis zum Grundlinie, die gegnerische Grundlinie waren halt ja geschuldet, dass wir halt gut raus aus dieser Drucksituation gekommen sind. Das ist das, was wir angesprochen haben. Die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt. Und da ist das Mikrofon bei Michael Thiele. Ja, eine Frage an Pavel Dotschew. Marcel Bär ist krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallen. Ist denn schon abzusehen, ob er in der Option dann wieder am Mittwoch in Münster ist? Und wie sieht es auch bei Schwirten und Barilla aus? Sind die eventuell dann auch wieder eine Option? Ja, bei Schwirten und Barilla wird noch dauern. Also auf jeden Fall 2-3 Wochen. Ich mag jetzt nicht jetzt Prognose abgeben, aber das wird auf jeden Fall 2-3 Wochen dauern. Bei Marcel Bär, ich bin aktuell ein bisschen skeptisch, dass er am Mittwoch das noch schafft. Müssen wir abwarten, werden wir morgen nochmal, weil auch wenn er, sage ich mal so, am Dienstag gesund ist, er hat jetzt letzte Tage gar nicht trainiert. Er hat uns heute gefällt natürlich auf dem Platz, ohne Frage, aber ich muss an dieser Stelle sagen, dass was ich auch was Positives heute sehe, ist ja Luke Elsner, unser A-Jugendspieler, der heute erste Einsatz auch
bekommen hat und denke ich, dass er sehr ordentlich das gemacht hat, sogar hätte auch den Punkt uns bringen können. Also das ist für mich was Positives. Ich bleibe auch dabei, ich habe heute schon sehr viele gute Sachen gesehen bei unserer Mannschaft. Natürlich starke Gegner, starke Leistung vom Gegner, aber was sage ich nochmal, was Einstellung betrifft, diese Wille, auch wir haben auch versucht, immer wieder Fußball zu spielen. Letzte Minuten natürlich haben wir schon mit langen Bälle gespielt, weil da gab es nichts mehr zu verlieren, letzte 5-6 Minuten, aber bis zu 85. Minuten haben wir versucht, immer fußballspielerisch auch Lösungen zu finden und Regensburg hat das einfach gut gemacht, muss man auch anerkennen. Ja. Aber ich sage es nochmal, gibt es viele positive Sachen und da muss man dranbleiben. Gut, weitere Fragen? Die gibt es nicht, dann hören wir um 22.10 Uhr auf, denn die Woche ist kurz und Englisch dazu. Den Regensburgern eine gute Heimreise und beiden Mannschaften für die englische Woche viel Erfolg. Glück auf für heute. Dankeschön.